Ärger im Hause Mattisen, so wie jeden Tag. Mark Oliver soll seinen kleinen Bruder abholen. Ja, Mama, was ist? Ja, bitte den mal Christoph abholen, daran, ne? Wo ist das denn? Mark Oliver müsste dafür das Computerspiel verlassen. Eine Zumutung für den Jungen. Philosophie ins Bett, ich möchte, dass du ihn bitte abholst. Kein Bock. Machst du mir das bitte? Nein! Wann geht denn dein Quest los? Mittendrin, ich hab keinen Bock, dir jetzt zu helfen. Was deine Mami dir sagt. Halt's Maul, Exo! Über Kopfhörer ist Mark Oliver mit einem Mitspieler verbunden, der munter mitstreitet. Zeit? Nein! Jetzt möchte ich, dass er bitte zu mir ist. Nein! Meine Mutter nervt mich schon den ganzen Tag. Ich soll das machen, ich soll dies machen. So komm, ich geh schon arbeiten. Mark Oliver ist 16, als wir ihn zum ersten Mal treffen, vor gut einem Jahr. Seine Freizeit verbringt er mit solchen Computerspielen. Jeden Tag. Mindestens 6 Stunden. Am Wochenende auch gern mal die Nacht durch. In der Familie ist Mark Oliver das Sorgenkind. Seit Monaten wird es immer schlimmer. Die Mutter weiß nicht mehr, mit welchen Tricks sie ihren Sohn noch vom Computer weglocken soll. Okay. Du brauchst nur 5 Minuten für Mats Christoph. Du kannst das wirklich eben machen. Wieso? Weil ich dich darum bitte und weil ich sonst gezwungen bin, den Router rauszuschalten. Das tust du sicherlich nicht. Wann mache ich ihn wieder an? Ich will es nicht drauf ankommen lassen. Soll ich ihn ausschalten gehen? Nein. Wir haben wirklich zu Anfang immer gesagt, wir schalten ab. Kein Problem, wir gehen essen, wir schalten ab, du kommst an den Tisch. Aber es ist so eine Sucht, das ist fließend, also das steigert sich. Man merkt diesen Übergang gar nicht mehr und schwuppdiwupp hat man, als würden sie so ein Männchen da haben, das gar nicht er selber ist, sondern einfach, ich will jetzt sofort Computer spielen und ich muss das und er fängt an zu zittern und er kann gar nicht ohne seinen Computer. Meine Mom findet natürlich, dass ich spiele, ist in Ordnung in der Hinsicht, aber sie meint, ich zock zu viel, okay, aber ich mach sonst ja nichts anderes, weil meine meisten Freunde, die jetzigen Freunde, die auch in der Umgebung wohnen, die zocken halt auch genauso viel wie ich. Aber haben halt die Schule gepackt, beziehungsweise packen die Schule. Ich war mal ein sehr guter Schüler, aber tja, also die ersten ging's auch noch, die ersten Jahre, und dann kam halt das Internet, World of Warcraft, Counter-Strike, 1.6 habe ich angefangen. Es ist halt, die Spiele machen süchtig. Alle miteinander. Es ist diese Welt, die die Jugendlichen heute fasziniert. Die virtuelle Welt. Ja, sauber! Die Welt, die viele Erwachsene nicht mehr verstehen. Die Kinder spielen nicht mehr draußen, sie spielen im Netz. Das Ziel ist immer, der Beste zu sein und zu gewinnen. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Jetzt haben wir eine Rekordrunde geholt. Sauber, Jungs! Computerspielen ist die neue Jugendkultur. Auf sogenannten LAN-Partys wie dieser in Neumünster treffen sich Hunderte, manchmal mehrere tausend Jugendliche zum gemeinsamen Spielen. Aber solche großen Spielertreffen gibt es nur 2-3 Mal im Jahr. Ansonsten sitzt jeder zu Hause alleine vor seinem Computer. Man kommt abends heim, macht eben seinen Rechner an und zockt eine Runde drauf los, ohne sich um groß was anderes zu kümmern müssen, wie bei anderen Hobbys. Man muss eben nicht, was weiß ich, aus seinen Sportrucksack packen und wohin fahren oder sonst was. Und deshalb spiele ich so Spiele auch. Und vor allem wegen Spaß. Ein harmloser Spaß. So sehen es die meisten. Aber es werden immer mehr, die überhaupt nichts anderes mehr machen in ihrem Leben. Meine persönliche Einschätzung ist die, dass hier ein schlafender Tiger da ist, dass wirklich viele Jugendliche erhebliche Probleme haben, dass das aber kaum kommuniziert wird, dass das verborgen wird. Viele Jugendliche spielen ja auch nachts, das wird dann nicht so schnell gemerkt. Und dass wir in einigen Jahren ganz selbstverständlich von Medienabhängigkeit sprechen, so wie wir von Ecstasy-Abhängigkeit oder auch anderen Verhaltenssüchten sprechen. In Internetforen häufen sich die Erfahrungsberichte über Computerspielsucht. Meine Tochter ist 18 und spielt seit 2 Monaten dieses Spiel und zieht sich immer mehr zurück. Ich, 14, habe im Moment eine sehr schwere Die Wurfspielerei war es ihm wert, uns immer wieder zu belügen und zu es hintergehen. Es tut weh zu sehen, wie ihn die Spielsucht verändert hat. Ich sitze hier und bin den Tränen nah. Denn ich bin am Ende.
Solche Mails bekommt das Ehepaar Hirte fast täglich. Christine, das musst du anhören. Ja, haben wir wieder was? Ja, ja. Zack. Hallo, auf der Suche, wie wir einem unserer Freunde aus seiner Wurfsucht helfen können. Sind wir auf eurer Verzweifelte Seite? Eltern, die nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Mit ihren Kindern, die nur noch vor dem Computer hocken. Keiner weiß, wie er mit Computerspielsüchtigen umgehen soll. Die meisten landen irgendwann auf der Internetseite von Christine und Christoph Hirte. Genau das, was wir wollen, dass die Leute schauen. Rollenspielsucht heißt ihre Seite, ein Selbsthilfeforum. Es ist so, dass wir halt weiterleiten zu den entsprechenden Stellen. Also wir suchen dann eben für die entsprechende Postleitzahl die Beratungsstellen raus. Wir fahnden nach Ärzten oder nach Kliniken, um das diesen Menschen eben zu raten, dass sie sich dahin wenden sollen. Was also auch sehr eine schöne Arbeit ist, sind auch die persönlichen Telefonate, zum Beispiel mit betroffenen Müttern, wo wir uns einfach quasi von Mutter zu Mutter austauschen, denn wir sind ja nun nicht die Spezialisten, wir sind einfach nur betroffene Eltern. Abend für Abend bastelt Christoph Hirte an seiner Internetseite, ehrenamtlich. Das Engagement hat einen Grund. Hirtes Sohn ist computerspielsüchtig. Ich sage das sehr offen. Ich sage, dass wir unseren Sohn ans Internet verloren haben, dass unser Sohn internetsüchtig ist. Also ich halt nehme da kein Blatt vor den Mund. Ja, ich spreche das offen an, egal ob beruflich oder wie auch immer. Ich möchte darüber sprechen, einfach um die Geschichte zu erzählen, um anderen zu signalisieren, schaut da mal bitte genau hin. Denn so wie wir ja auch nichts gewusst haben davon, denken auch viele andere, ja, das geht mich ja überhaupt nichts an. Das ist es, was die Computerspieler in den Bann zieht. World of Warcraft. Das Internetspiel, dem auch der 23-jährige Sohn von Hirtes verfallen ist. Eines der erfolgreichsten Computerspiele aller Zeiten. Weltweit spielen es über 10 Millionen Menschen. Ein Online-Rollenspiel. Ein Spiel, das immer weitergeht, das nie endet. Es ist das gleiche Spiel, vor dem auch Mark Oliver täglich sitzt. Stunde um Stunde. Für das er alles andere vernachlässigt. Schule, Aussehen, Essen, Familie, Freunde. WoW heißt World of Warcraft bei den Spielern. Jeder hat darin seine eigene Figur. Je mehr man spielt, desto stärker wird die Figur. Also es geht nach einem ganz normalen Belohnungssystem, wie man es auch von anderen Spielen schon kennt. Du erfüllst eine Aufgabe, bekommst dafür eine Gegenleistung, ob es Erfahrung ist, ob es Geld ist, ob es Ausrüstung ist. Dadurch wird man stärker. Dadurch musst du auch noch meistens Monster töten und die lassen ja auch Gegenstände fallen. Und klar, du willst immer mehr haben. Immer mehr, du willst immer mehr Gold haben, immer besser ausgerüstet sein und immer mehr IP, damit auch Level absteigen. Und das ist halt so, WoW macht einen süchtig einfach, weil du willst immer mehr erreichen. Du willst immer weiterkommen und immer an der Spitze dranbleiben. Um an der Spitze zu bleiben, braucht man irgendwann Mitstreiter, ein Team, genannt Gilde. Jungs, könnt ihr euch mal ganz kurz bitte vorstellen? Wie gesagt, ich bin der Mustafa, bin der Chef von der ganzen Bande, bin der Gildenchef. Ja, ich bin Telos, ich bin ein Tank von denen. Ich bin der Daki, ich bin ein Travel-Druide. Ich bin sowieso der Grimoire, mach sowieso alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und ich bin jetzt hier die Letzte in der Reihe, die Silver. Ich bin hauptsächlich Heiler und bin auch für die Fahne mitunter verantwortlich. Und jetzt auf in den Kampf, Kameraden, auf in die Schlacht. Über den Teamspeak, eine Art Computerfunk, sprechen sie miteinander und verabreden sich für wichtige Kämpfe. Ah, ich hab schon hier. Wer nicht kann, muss vorher absagen. Wenn man sich gar nicht meldet, dann ist das einfach scheiße. Und das ist so ein Gefühl von so ein Stück von Enttäuschung. Weil man verlässt sich gegenseitig. Du verlässt dich auf die anderen und die anderen verlassen sich auf dich. So ist das nun mal. Jede Figur erfüllt eine eigene Funktion. Um zu gewinnen, braucht man alle. Kämpfer, Heiler, Magier. Ich geh mal da hoch. Mit mir nun. Mark Oliver ist im Spiel ein mächtiger Zwerg. Immer an seiner Seite sein Tiger. Ja, los, komm! Du ein Jäger. Komm, wir holen hier von hinten. Wir sind die Hinterrücksleute. Jo. Zwergen Power Forever. Auf den Heiler oben. Der heilt. Raid heißt so ein Kampf.
Und wenn so ein Raid um 18 Uhr startet, kann man eben nicht um 18 Uhr zum Abendbrot kommen. Schließlich will man dabei sein, wenn die Gruppe einen wichtigen Gegner besiegt. Aber gleich bin ich down, da habe ich zwei umgelöst. Ah, eine Frage, wo warst du am Friedhof von der Ort? Ja, man ist stolz halt, dass man das halt so erreicht hat, weil das liegt ja nicht am Ende nicht an einem selbst, das liegt an der Gruppe. An der Gruppe, mit der man das erreicht hat. Und es ist halt, man ist halt echt, das ist Erfolg halt, das ist halt, man hat Glücksgefühle, man ist Erfolg, man ist stolz auf sich selbst, auf die Gruppe, dass man sowas erreicht hat. Und dazu gehört viel, ziemlich viel Ehrgeiz und vor allem ein großes Maß an Disziplin, sowas zu erreichen, weil wenn dann nicht jeder das tut, was vorher abgesprochen wird, dann geht das in die Hose. Disziplin, die in Mark Olivers realem Leben keine so große Rolle spielt. Wir fahren jetzt. Ja. Ich möchte, dass du dich um den Hund kümmerst. Ja, mach das mal. Und nachher den Ofen noch mal wieder anmachst, damit es bei dem ungemütlichen Wetter bei uns schön warm ist. Du die mal, ich rufe zwischendurch auch an. Ja, guck mal, die sind da bei uns. Mach das mal. Du machst heute wieder nur Computer? Nee, lerne noch ein bisschen, aber. Okay, kannst du mir noch Tschüss sagen? Du Alarm. Tschüss? Tschüss. Alles klar. Tschüss, Margolin. Tschüss. Wenn ich Glück habe, unterbricht er für eine Zigarettenlänge und nimmt den Hund mit raus. Und ansonsten sitzt er da, bis wir wiederkommen. Wieder mal ein Ausflug ohne Mark Oliver. Für den Familienfrieden ist es allerdings fast besser, wenn der älteste Sohn zu Hause bleibt. Meinen Sie, dass Sie denn Spaß hätten, mit jemandem unterwegs zu sein, der eigentlich gar keinen Bock dazu hat, der boykottiert, wo er kann? Das weiß er doch auch, dass wir ihn dann nicht mitnehmen würden. Wir haben es versucht. Wir haben also auch schon mit Zwang versucht. Wir haben am Anfang mit mehr oder weniger, wenn du nicht mitkommst, dann nehmen wir den Router mit. Dann ist er zwangsläufig mitgekommen, weil was nützt ihm das zu Hause ohne Internetzugang? Es war keine Freude. Es war keine Freude. Der vermisst uns das, wo er das kann. Also üblicherweise ist es so, dass das ein wellenförmiger Prozess ist. Dass die Eltern zunächst denken, es ist eine vorübergehende Phase. Dann stellen sie fest, der Jugendliche zieht sich doch sehr zurück. Dann versuchen sie, auf ihn einzugehen. Man spricht auch von Co-Abhängigkeit, ihm zu helfen, zu schauen, dass er sich nicht überschuldet, zu schauen, dass er sich doch noch einigermaßen ordentlich ernährt. Und es kommt eine Übergangsphase, wo die Eltern im Grunde mitmachen, wo die Eltern den Jugendlichen unterstützen, im Computersüchtig sein, ohne das selber zu merken. Chefarzt Oliver Bilke hat schon oft erlebt, wie es ist, wenn Kinder ihre Computerspielwelt nicht mehr verlassen können. Nicht selten landen diese Jugendlichen dann tatsächlich als Patienten in der stationären Psychiatrie. Wie hier in der Klinik Berlin-Hellersdorf. Meistens, wenn zu Hause die Situation zwischen Spieler und Eltern eskaliert ist. Sie müssen sich vorstellen, dass ein großer Teil der Spielinhalte ja aggressive Spiele sind. Es werden ja da selten Blümchen gezählt oder irgendwelche schönen Dinge in diesem Sinne gemacht, sondern es geht um aggressive Inhalte. Und auf einmal tritt dann die Mutter in das Zimmer oder der Vater und dann kommt es zu den verrücktesten Situationen. Die klassische Situation ist, dass der Stecker gezogen wird und damit ein süchtiges Verhalten schlagartig unterbrochen wird. Jeder ernsthaft Süchtige reagiert darauf mit einem ausgesprochenen Aggressionsdurchbruch. Und dann muss man für sich selbst entscheiden, ist das ein so gefährlicher Zustand, ist das so bedrohlich, dass ich die Polizei rufen muss. Es ist keine Ausnahme, dass Computersüchtige in Handschellen in der Klinik landen. Hier müssen sie sich wieder an einen normalen Tagesrhythmus gewöhnen, ohne Computer. Wir erleben Jugendliche, die anderen Jugendlichen den Auftrag gegeben haben, während des Klinikaufenthaltes für sie weiterzuspielen, damit sie nahtlos wieder anknüpfen können. Da ist dann noch etwas Motivationsarbeit zu leisten. Und wir erleben Jugendliche, die wirklich jeden Abend, wenn sie sonst angefangen haben zu spielen, unruhig werden, zittern, ängstlich werden, durcheinander sind und eigentlich als Abendritual das stundenlange Spielen brauchen. Bernd ist Ende 30, als er die Abenteuer von World of Warcraft entdeckt. Und plötzlich kann der festangestellte Computerexperte ein mächtiger, mutiger Held sein. Seit an Seit kämpfen mit Magiern, Zwergen und Heilern. Bernd verschwindet zunehmend in der virtuellen Spielwelt. Wenn's einen in den Bann zieht, dann zieht's einen richtig rein. Und dann vergisst man sehr schnell. Naja, ich will's mal so. Die Realität da. Das ist die Realität, die ich verloren habe.
Und ich sehe und ich habe Menschen gesehen, die auch die Realität verloren haben. Nicht jeder ist süchtig. Aber wer anfällig dafür ist, den trifft's. Und den zieht's dann runter. Bernd spielt immer mehr, die Nächte durch. In der Arbeit ist er lustlos, unkonzentriert, unruhig. Burnout, erklärt er seinem Chef und lässt sich krankschreiben. Mehrere Wochen. Jetzt kann er endlich ungestört Computer spielen. Das ist meine persönliche Wahrnehmung und Einbildung gewesen, zu glauben, ich werde zum Helden dort. Ich habe schlussendlich mit zwei PCs gespielt, um Sachen zu verbringen, die kein anderer geschafft hat. Alleine. Weil es einfach alleine gar nicht machbar war. Und ich fühlte mich für diese Zeit, wo ich vor dem Ding gesessen habe, solange ich so aktiv war, unschlagbar. Der unschlagbare Held. Jetzt sitzt er zwischen Alkoholabhängigen und Automatenspielern in der Gruppentherapie. Irgendwann ist Bernd zusammengebrochen, aus Erschöpfung. Er weist sich selbst in eine psychiatrische Klinik ein. Erst dort wird er verstehen, dass er süchtig war. Süchtig nach Computerspielen. Wo ein Alkoholiker sagt, er zittert, weil er eine Entzugserscheinung hat, sag ich, ich habe irgendwann angefangen, Bilder zu sehen, die es gar nicht gab. Ich hab so das Gefühl gehabt, dass ich rechts und links neben mir irgendwelche Leute gesehen habe oder Albträume gekriegt von diesem Spiel jetzt dummerweise, weil ich halt konstant nur dieses Spiel gespielt habe. Aber diese Entzugserscheinung, obwohl ich gar keinen Stoff in mir hatte, sondern einfach nur, dass es irgendwo in den Gehirnwindungen sich das so manifestiert hat, mich so dran gewöhnt habe, ja, Entzugserscheinung bekommen. In der Uniklinik Aachen untersucht man, was in den Gehirnwindungen tatsächlich passiert, während man Computer spielt. Es ist eines der wenigen Forschungszentren weltweit, die sich mit diesem Thema befassen. Mit einem Kernspintomographen durchleuchten die Forscher das Gehirn einer Testperson beim Spielen. Sie wollen sehen, welche Hirnteile dabei aktiv sind. Bei den Versuchen kam Professor Matiak zu erstaunlichen Ergebnissen. Das Gehirn ist beim Computerspielen so aktiv wie sonst nur im realen Leben. Es ist viel gereizter als beispielsweise beim Fernsehen oder Lesen. Was wir sehen, ist, dass während der Computerspiele die Probanden sehr involviert sind, aber es heißt auch, dass das emotionale System sehr mitreagiert. Für uns bedeutet das, dass es eben für das Gehirn mehr als nur ein Spiel ist, was man sozusagen ausprobiert, sondern was, wo man wirklich gefühlsmäßig dabei ist. Für die Lust am Spielen ist vor allem das Belohnungssystem im Gehirn verantwortlich. Dieses schüttet ständig kleine Mengen an Dopamin aus, sogenannte Glücksbotenstoffe. Wenn man ein Spiel verliert oder beendet, wird das Belohnungssystem blockiert, die Glücksbotenstoffe nicht mehr ausgeschüttet. Um die schönen Gefühle nicht zu verlieren, muss man also immer weiterspielen. Was wir sehen, ist, dass in Situationen, wo es zur Frustration kommt, wo man zum Beispiel eine Runde verliert, nicht aktiv weiterspielen kann, dass es dann zur Hemmung im Belohnungssystem führt. Was man sich natürlich sozusagen vorstellen kann, ist, dass der Spieler dadurch gehemmt ist, einfach aufzuhören und zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt bin ich virtuell erschossen worden, ich habe die Runde verloren oder ich habe also mein Geld in World of Warcraft verloren, ich höre auf. Sondern es hat sozusagen die Funktion, ich will aus der Hemmung des Belohnungssystems rauskommen und spiele deswegen weiter. Immer wieder sehen sich die Hirtes Fotos aus dem letzten Familienurlaub mit ihren drei Söhnen an. Im Sommer 2006 war das. Der Älteste war zum Studieren in eine andere Stadt gezogen. Alles schien in Ordnung. Bis die Eltern zum ersten Mal die Studentenbude ihres Sohnes sehen. So eine Wohnung habe ich noch nie gesehen. Die war sehr verwahrlost. Ja, und wir mussten leider die meisten Sachen auf den Müll bringen. Und wir konnten uns jetzt einfach nicht vorstellen, dass man in so einer Wohnung vorher wohnen hat können. Das muss also eine ganz große Not gewesen sein. Das hat einfach unser Vorstellungsvermögen überschritten. Da war uns klar, unser Junge braucht Hilfe. Er ist krank. Hirtes Sohn war verwahrlost, weil er nur noch Computer spielte. In der Uni war er kaum noch. Die fassungslosen Eltern versuchen überall Rat zu bekommen, fahren zu Ärzten, landen schließlich bei der Suchtberatung. Sie organisieren einen Platz in der Psychiatrie, setzen einen Vertrag auf.
Finanzielle Unterstützung nur noch, wenn der Sohn in die Therapie einwilligt. Als es dann darum ging, dass wir gerne wollen, dass er eine stationäre Behandlung durchführt, da hat er dann sich das zuerst mal überhaupt nicht vorstellen können. Und bin ein hartnäckiger Typ. Wir haben halt dann lange weitergesprochen und irgendwann hat er gesagt, er macht es. Und da waren wir dann ganz erleichtert. Wir hatten ihm den Vertrag gegeben, den man uns geraten hat zu machen. Den hat er dann durchgelesen und war erstmal mit den Finanzen sehr irritiert, aber er hat dann irgendwann gesagt, er unterschreibt es jetzt. Und das ging eine halbe Stunde, wurde stiller und stiller und blasser und blasser. Und dann ist er aufgestanden, hat seine Sachen gepackt und ist gegangen und hat dann noch gemeint, dass er ohne diese Sachen nicht leben kann. Ich habe dann noch mal aus dem Küchenfenster geschaut, als er da so mit seinem Gepäck über dem Rücken dann ja, von dann gezogen ist. Ich habe schon gewusst, das ist jetzt ein gewaltiger Moment und habe auch gedacht, wann werden wir uns wohl wiedersehen. Es ist unvorstellbar, man kann es eigentlich nicht beschreiben. Und wann haben Sie sich wieder gesehen? Nicht mehr. Das ist jetzt über ein Jahr her und wir haben seitdem nichts mehr von ihm gehört. Die eine Mutter hat ihren Sohn schon an den Computer verloren. Die andere kämpft jeden Tag dagegen an. Mit allen Mitteln. Heute ist Dorffest. Die ganze Familie Mathiesen ist da. Auch Mark Oliver musste mit. Die Eltern haben ihn gezwungen. Früher hat Mark Oliver sogar mitgetrommelt im Spielmannszug. Heute hat er immerhin mitgeholfen beim Aufbau. Ist schon den ganzen Tag auf dem Festplatz. Stefan, ich komme nicht mehr drehen, das weißt du. Hier kennt jeder jeden. Viele freuen sich, Mark Oliver mal wieder zu sehen. Genau darauf hat er die Mutter gehofft. Und jetzt wollten sie mich wieder haben. Ich sage, leck mich am Arsch, ich komme nicht wieder. Weil er hier auch die Bestätigung bekommt durch sein Helfen, dass er etwas anderes zustande bringt, außer auf seiner Internetplattform. An seinen Online-Spielen. Hier ist die reale Welt. Hier sind alle die, die ihn seit Jahren kennen. Ich finde das wichtig. Große Verletzte. Kaffee. Hallo Mark Oliver. Bist du so nett und würdest du mal Beate kurz ablösen? Die brauche ich mal. Und, eine Minute, sonst gehe ich wieder einfach. Nein. Beate, er kommt dich jetzt ablösen, dass du auf die Toilette kannst. Obwohl es ihm gut zu gefallen scheint, obwohl Mark Oliver eigentlich Ablenkung hat, in seinem Kopf geht längst das nächste Computerspiel weiter. Das Ding ist, okay, mach schon. Schon die Planung, was ich denn heute Abend mache, beziehungsweise ich heute Abend hinausfahre, was ich morgen mache. So, dass ich schon gedanklich durchgehe, was ich Punkt für Punkt ins Auge mache, wo ich hinlaufe, wie ich levele, welche Map ich spiele, bei Counter-Strike zum Beispiel, halt eigentlich alles. Planung gleich für morgen und wie ich das aufhole, die Zeit, die ich heute nicht geschafft habe. Dieses Fest ist sicherlich nicht das Richtige, um ein Kind dauerhaft vom Computer wegzubekommen. Aber wir machen im Moment Kampf oder mobil auf allen Linien. Das heißt, er hat auch eine Monatsabonnement für den Fitnessclub bekommen. Er ist angemeldet worden zum Führerschein mit 17. So, das beschäftigt ihn im Allgemeinen schon eine ganze Zeit in der Woche. Nur noch nicht genug. Inzwischen hat Bernd seine Therapie beendet. Wir treffen ihn wieder, ein Jahr nach seinem Klinikaufenthalt. Der einst unschlagbare Held aus World of Warcraft ist fast 40. Arbeitslos, ohne Freunde, einsam. Erst jetzt realisiert er das ganze Ausmaß seiner Sucht. In der Anfangsphase waren es so ein paar Stunden immer nur. Und ich sag mal, innerhalb vom halben Jahr habe ich so ein Level gehabt. Ich war arbeitslos, beziehungsweise krankgeschrieben. Und da waren ganz schnell mal 24 Stunden. Und nach einem Jahr, wo ich dann mehrere 60er Charaktere hatte, so in 72 Stunden waren locker mal drinne. Das war Bernd vor seiner Computerspielsucht. Ein junger Mann mit eigenem Häuschen. Einer, der es zu etwas gebracht hatte. Bernd war Systemadministrator in einer mittelgroßen Firma, bis er World of Warcraft entdeckt und alles schleifen lässt. Ist unangenehm zu sagen, aber nicht gewaschen. Essen war sowieso eigentlich nur ein purer Luxus. Ich persönlich habe Milch getrunken, weil ich mir eingebildet habe, das reicht dann noch. Hab viel geraucht zu dem Zeitpunkt noch.
Und eigentlich habe ich auch gar keinen Hunger gehabt. Ich habe ja was gegessen mit meiner Magierin. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber manchmal ist es so. Ich habe aber sehr schnell an Gewicht verloren, was ich auch nicht gemerkt habe, sondern eigentlich schlussendlich nachher gemerkt habe, indem ich dann irgendwann mal zusammengebrochen bin. Bernds langjährige Freundin bittet und bettelt, aber sie hat längst den Kampf verloren gegen Magier, Heiler und Zwerge. Die Freundin zieht aus. Bernd spielt weiter. Da ist alles bei kaputt gegangen. Sämtliche Freunde, die man vielleicht hatte, die hat man irgendwie hängen lassen. Jeder Anruf, der rankam, der hat genervt, weil mittlerweile weiß ich, wie es auf mich gewirkt hat, aber nach 72 Stunden ist man nicht mehr Herr der Dinge. Ne? Das ist jedes zusätzliche Geräusch, was man nicht haben will, nervt. Man wird aggressiv. Das merken die Leute am Telefon. Ja, ich sag mal so, das kann man. Ich habe wegen diesem Spiel die Beerdigung meiner Schwester verpennt. Weil ich nach 72 Stunden auf dem Sofa eingepennt bin. Ich habe mir eingebildet, ich schaffe es, bis morgens wach zu bleiben und bin dann eingeschlafen. Bis um 12 Uhr mittags meine Mutter mich angerufen hat und gefragt hat, wo ich bin. Erwachsene, die ihre ganze Existenz aufgeben, nur für Computerspiele. Kinder, die nicht mehr wegzukriegen sind von ihrem Rechner. Einzelschicksale? Sind all das Menschen, die ohnehin Probleme haben, bei denen psychisch etwas nicht in Ordnung ist? Dieser Verdacht kommt immer auf, auch bei den Experten. Und dann ist immer die entscheidende Frage, ist die Computerspielsucht das Entscheidende? Ist das das Problem des Jugendlichen? Oder verschleiert diese Medienabhängigkeit nur andere Störungen? Wir machen da eine ziemlich andere Erfahrung, weil uns schreiben ja sehr viele Menschen auf. Ich denke mittlerweile, dass es jeden treffen kann. Ich glaube nämlich, dass alle anderen Kinder genauso am Computer sitzen, nur dass es keiner richtig beschreibt oder keiner richtig sagt, hallo, mein Kind sitzt auch mehr als nur eine halbe Stunde am Computer oder mehr als 3 Stunden und manchmal 6 Stunden oder länger. Also ich glaube, das Problem ist in vielen Haushalten zu finden. Jetzt hängt das auch noch. Mark Olivers World of Warcraft CD ist kaputt. Ohne diese CD kann er das Spiel nicht starten. Jetzt schon seit gestern Morgen sitze ich hier und versuche das irgendwie zum Laufen zu kriegen. Es hilft nichts. Die CD hängt. Und im Internet wartet die Gilde auf ihn. So, das war jetzt ein schöner Fehler. Wir werden CD 3 wieder. Es hat wieder nicht funktioniert. Ich werde mir gleich die neuen CDs vom Nebenan holen. Mark Oliver muss vor die Tür. Rüber zu seinem Freund, den er noch aus der Sandkiste kennt. Der spielt auch WoW. Die beiden Jungs sehen sich nicht mehr oft. Zumindest nicht im realen Leben. Ich hab's! Iha! Ich hab's! Endlich zocken! Ich will zocken! 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 Ja, hi Robert. Am meisten muss ich dir sagen, dass du mir endlich diese CDs gegeben hast, damit ich endlich zocken kann heute Abend. Also, kommst du gleich? Okay. Vielen Dank, bis gleich. Tschüss. Bis gleich heißt natürlich in World of Warcraft. So, bin wieder da. Die Nachbarjungs treffen sich nur noch im Internet. Das bin doch nicht ich allein. Warum machen nicht alle mal den Mund auf? Wenn alle Muttis sagen würden, ja, trefft euch doch mal draußen und nicht nur auf der Internetplattform, dann glaube ich auch, dass wieder viel mehr Kids draußen sind. Dann würde man auch wieder welche in den Freibädern sehen. Also ich kann Mark Oliver im Moment nicht damit locken, dass ich ihm eine Karte fürs Freibad schenke, weil alle anderen seiner Kumpels nicht draußen sind. Schade aber auch. Eine Psychologin hat uns geschrieben, dass bei ihr Kinder sind, die nicht mehr ins Zeltlager fahren wollen. So was muss man sich mal vorstellen. Da sagen die Kinder, es ist mir zu real, ich fahre da nicht mit.
Na, die wollen lieber am Computer. Oder Eltern schreiben, die Kinder fahren nur mit in Urlaub, wenn die garantiert kriegen vorher, dass die am Urlaubsort einen Internetanschluss haben. Ja, das ist, da ist ja schon fast alles zu spät. Von der Spielversessenheit der Jugendlichen lebt eine ganze Industrie. Hier in einem schicken Club in Hamburg feiert sich die Branche selbst. Die Deutschland-Chefs der großen Spielehersteller haben die Fachpresse eingeladen. Es geht um Umsatz und Gewinne. 40 Milliarden setzt die Spielebranche weltweit um, im Jahr. Mehr als Hollywood und alle Filmstudios der Welt zusammen. Und das Geschäft mit den Spielen wird weiter wachsen. Für die nächsten Jahre, für die nächsten 5 Jahre prognostizieren wir ja alle, dass wir ungefähr eine Umsatzverdoppelung in unserer Branche anstreben. Und dann machen wir so viel wie die Film- und die Musikindustrie zusammen. Und das ist durchaus realistisch und hat schon ein Fundament. Also ich bin sehr optimistisch, was die nächsten Jahre betrifft. Ja. Sehr gut. Nur die Vertreter von World of Warcraft sind nicht gekommen. Die Firma Blizzard ist öffentlichkeitsscheu. Obwohl sie aus Sicht der Konkurrenten das Spiel der Spiele im Programm haben. Es ist nicht so, dass es etwas Unanständiges wäre, World of Warcraft zu spielen und zig Millionen Menschen weltweit spielen lassen. Die möchte ich jetzt nicht verdammen. Und es gibt einen Grund, warum sie das spielen, was einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Eine ganz tolle Community ist eine Gemeinschaft, die auch hier gemeinschaftlich Probleme löst. Und der strategische Ansatz steht im Vordergrund. World of Warcraft ist ein sehr erfolgreiches Produkt. Und das muss ich sagen, auch Respekt, weil das Produkt ist sehr, sehr gut gemacht. Das Problem Sucht wird hier zur Kenntnis genommen. Verantwortlich dafür fühlen sich die Hersteller aber nicht. Wer mit den Spielen nicht umgehen kann, hat eben selber Schuld. Ich glaube, es wäre aber jetzt etwas zu einfach zu sagen, die Spieleindustrie ist schuld, dass jemand süchtig wird, so wie die Alkoholindustrie oder Drogenproduzenten oder ähnliches, das in einen Topf zu werfen, weil das wirklich extreme Erscheinungen sind, die auftreten, die laut dem, was wir wissen, und wir betreiben ja auch Studien zu diesem Thema, ist Videospiel einer der möglichen Katalysatoren von diesem Jugendlichen, es sind meistens Jugendliche, mit anderen Problemen umzugehen. Das ist natürlich eine Katastrophe für die Person selbst und natürlich auch für das Umfeld des Betroffenen. Also von daher berührt uns das sehr stark. Wir wissen natürlich jetzt als Industrie nicht direkt, wie wir darauf antworten sollen. Weil, wie gesagt, auf diese Inhalte wollen und können wir nicht verzichten, weil diese Inhalte in dem Markt nachgefragt werden. Ich kann nicht einen einzelnen Menschen, ich kann auch nicht dieses Spiel als Einzelnes verantwortlich machen für meine Sucht. Ich bin selbst an meiner Sucht schuld, ich beobachte mich nicht genug oder wie auch immer. Aber wenn die anfangen, aufzuhören, Leute so zu motivieren, dass da ein Suchtspiel draus wird, und WoW ist für mich ein Suchtspiel hoch 10, wenn die nicht damit aufhören oder einlenken, wird es in 10 Jahren noch viel schlimmer sein. Eigentlich muss Mark Oliver heute lernen. Es ist der Abend vor seiner Führerscheinprüfung. Viel hat er dafür noch nicht gemacht. Jetzt muss er ein ganzes Heft mit Theoriefragen an nur einem Abend durchackern. Trotz bevorstehender Prüfung zieht es Mark Oliver immer wieder in die virtuelle Fantasiewelt. Dorthin, wo seine Freunde sind. So geht es bis spät in die Nacht. Mutter Mathisen ist für Mark Oliver aufgestanden. Jeden Morgen muss sie ihn so wecken, sonst würde er verschlafen. Was heute deine Fahrprüfung? Ganz wichtig. Herr Oliver, wollen wir mal ein paar Fragen durchgehen? Nein, ich bring dich jetzt durcheinander. Ich bin sowieso fertig. Also, entweder ich mach das eiskalt klar oder ich fahr eiskalt durch. Ganz easy going. Seine Mutter hat ihn vor der Prüfbehörde abgesetzt. Nun kann er den Test nicht mehr so leicht verdrängen wie am Abend vor dem Computer. Nein, das ist schon. Ich bin ernst und ich hoffe, ich kriege das irgendwie gedeichselt. Willst du irgendwie hinkommen? Eine Stunde Zeit hat man für die Prüfung.
Mark Oliver gibt schon nach 20 Minuten ab. So, Herr Ikario, es hat leider nicht geklappt. Schade, schade. 18 Fehlerpunkte. Gut. 11 Fehlerpunkte im Kunststoff, 7 Zusatzstoff, gesamt 18. Gut. Ja? Wir kommen in einer Woche oder wann? In zwei Wochen. Zwei Wochen. Wollen Sie noch mal angucken? Ja, würde ich gerne. So, ich haben Sie einmal. Ich frage hier oben falsch. Falsch und links parken. Auf der rechten Seite können Sie auch parken. Dann die Vorwärtsfrage, ja? Bist du sauer auf dich selber? Enttäuscht, nicht sauer. Meine erste große Prüfung, was soll ich machen? Muss ich zur Arbeit. Vor ein paar Monaten hat Mark Oliver eine Ausbildung angefangen, als Koch in einer Großküche. Das Gymnasium musste er schmeißen. Die Hauptschule hat er nur knapp geschafft. Seine Eltern haben Druck gemacht. Haben ihm auch geholfen, den Job zu bekommen. Die Lehre, so drohen sie, ist seine letzte Chance. Wir möchten, dass du auch dabei bleibst. Wir möchten, dass du deine Ausbildung gut zu Ende bringst. Und wenn nicht, wenn du das schmeißt wegen Computerspielen, dann geht es hier nicht mehr. Wir können das dann nicht weiter unterstützen. Dann würden wir sehen, dass wir eine schöne Jugendwohngruppe für ihn finden. Bernd hatte ein klares Ziel für die Zeit nach der Therapie. Ein Leben ohne Computer. Schwierig für einen Mann, der jahrelang als Computerexperte gearbeitet hat. Trotzdem will er den Neustart wagen und fühlt sich nach der Behandlung wie erlöst. Frei. Also richtig frei. Ich habe ja, erstmal hatte ich keinen Computer mehr hier, das war alles abgebaut. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meine Wohnung komplett neu gestaltet. Alles geputzt, wie es nur geht, weil ich auch in der Klinik aufgehört habe zu rauchen. Nikotin musste raus. Ich habe den ganzen Tag immer was zu tun gehabt. Ich hatte nie Langeweile. Aber nach ein paar Wochen schleichen sich die Probleme der realen Welt wieder in Bernds Leben. Er hat keinen Job, kein Geld, keine Freunde mehr. Bernd bemüht sich um eine Umschulung beim Arbeitsamt. Aber er bekommt sie nicht bewilligt. Und dann habe ich den Glauben an alles verloren. Ich habe innerhalb von 4 Stunden den Computer aufgebaut gehabt, komplett neu installiert gehabt. Und hatte mir irgendein Online-Spiel reingezogen, damit ich mit Menschen draußen reden konnte. Innerhalb von ganz kürzester Zeit war ich wieder voll drin. Was ich allerdings gelernt habe durch diese Geschichte, und das kam durch die Klinik, ich danke der Klinik echt dafür, dass ich jeden Tag mich wieder hingestellt habe und gesagt, mein Gott, du bist schon wieder da. Und dann mich gezwungen habe, auszumachen und alles drum und dran. Und das hat mich, glaube ich, gerettet. Im Moment spielt Bernd nicht, aber der Computer steht noch. Eine ständige Verlockung. Jeden Tag sitzt Bernd davor und schreibt Bewerbungen. Er möchte wieder zurück in die Computerbranche. Ganz ohne Computer geht es eben heute nicht mehr. Bernd muss stark sein. Jeden Tag gegen den Reiz von World of Warcraft ankämpfen. Mein Wunsch ist, ich keine Ausreden mehr dafür finde, warum ich WoW spielen muss. Wenn irgendjemand mich fragt, was machst du, dann gehe ich joggen, Badminton spielen oder sonst sowas. Aber ich werde definitiv nicht mehr WoW spielen. Das ist die Zukunft, die ich mir wünsche und an der ich gerade arbeite. Ein besonderer Tag im Hause Mathisen. Das habe ich alles in den Tagen zuvor vorbereitet und abgepackt und eingefroren. Mark Oliver will für die ganze Familie kochen. Es soll Gänsebraten geben. Wenn wir kochen, dann kochen wir anständig. Eine kleine Geste, die für Mark Oliver und seine Eltern aber ein riesiger Schritt ist. Das erste Mal verlässt er freiwillig sein Spiel, um etwas für seine ganze Familie zu tun. Ready? Da geht mein großes Mutterherz echt auf. Ist so. Geht ganz warm runter. Mächtig stolz. Die Ausbildung zum Koch macht Mark Oliver Spaß, fordert ihn. Er ist den ganzen Tag beschäftigt,
Abends auch tatsächlich mal müde. Jetzt kann er sich nicht mehr erlauben, die Nächte komplett durchzuspielen. Langsam wird das reale Leben wichtiger. Also ich war ja süchtig, keine Frage. Ich würde mich jetzt nicht zwanghaft hier hinsetzen oder dafür Schule oder Arbeit sausen lassen. Niemals. Das wird nicht in die Tüte kommen. Ich mache das ja nur noch in meiner Freizeit, wenn ich dann Zeit habe. Vor allem seiner Mutter will Marc Oliver beweisen, dass er die Ausbildung ernst nimmt. Klar mache ich das noch ein bisschen mit meiner Mutter. Um mir zu zeigen, dass ich doch was drauf habe. Das habe ich ja, eindeutig. Ja, sonst. Essen ist fertig. Ich hoffe, es schmeckt den Leuten. Weil dann damit wird ein Koch belohnt. Am Ende nicht mit dem Geld, sondern das, was den Leuten schmeckt, wird ein Koch belohnt. Guten Appetit. Marc Oliver? Nein, Mann. Was ist passiert? Ja, es war geplant, dass wir alle zusammen essen, aber guten Appetit. Ja, das ist auch guten Appetit. Marc Oliver wäre nicht Marc Oliver, wenn so ein Nachmittag reibungslos vorüberginge. Seine Mutter stört das wenig. Sie kennt das. An diesem Tag ist sie trotzdem zufrieden mit ihrem Sohn. Das ist jetzt ganz schwierig. Ich hoffe, er macht den Weg so weiter, wie den er eingeschlagen hat. Und dann wird's gut. Seit über einem Jahr haben die Hirtes nichts mehr von ihrem ältesten Sohn gehört. Er verweigert jeglichen Kontakt. Trotzdem schreiben sie Briefe, schicken Fotos. Die kleineren Brüder malen ihm sogar Bilder. Aber eine Antwort bekommen sie nie. Wir haben nicht mehr diesen Sohn, den wir ursprünglich hatten. Das Bild, das wir uns von ihm machen müssen, ist ein komplett anderes. Das ist wirklich ein Stück Trauerarbeit. Und es ist ja auch wirklich so, wenn man jetzt seine Biografie betrachtet, er ist wie verschluckt. Er hinterlässt keinerlei Spuren. Das sind blinde Jahre. Da hat nichts stattgefunden. Für das Ehepaar Hirte ist der Kampf gegen die Computerspielsucht zum Lebensmittelpunkt geworden. Das hilft ihnen, mit dem Verschwinden ihres Sohnes klarzukommen. Auf unserer ersten Seite steht unser Untertitel. Wir haben unseren Sohn ans Internet, an World of Warcraft verloren. Und wir freuen uns auf den Tag, wenn dort steht... Jetzt krieg ich's. Wir hatten unseren Sohn ans Internet verloren. Ah, das war schön. Das stimmt.